Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ja, heute wird es mal ein ganz besonderes Video, jetzt zur Weihnachtszeit. Ich werde Ihnen keinen psychosozialen Unterricht vermitteln. Ich werde Ihnen kein lehrreiches Video vermitteln, was Sie gebrauchen können in dem Bereich der Gesundheitsfachberufe, sondern werde mal ganz privat aus dem Nähkästchen plaudern und Ihnen so mitteilen, was ich so neben meinem Beruf sonst noch gestalte. In meinem letzten Video Erste-Hilfemaßnahmen zum Thema Burnout ging es ja darum, man sollte sich selbst einmal in Frage stellen, wer man noch ist außer in seinem Beruf. So, das heißt, die Frage nach der Identifikation. Wer ist Patrick Kallert neben seinem Beruf? Gibt es Dinge, die ihm noch Freude machen? Gibt es ihm Dinge, die Spaß machen neben seinem Beruf? Ja, und da bin ich auf diese Idee gekommen, Ihnen dieses Video zu präsentieren, und aber auch meine Auszubildenden haben öfters mal danach gefragt, ob ich noch jemand wäre außer Sozialpsychologe und Lehrer für Gesundheitsfachberufe. Ja, und ich engagiere mich eben halt neben meinem Beruf ehrenamtlich für den Tierschutz. Tierschutz liegt mir sehr am Herzen. Besonders der Bereich Frettchenhilfe. Du möchtest wissen, was Frettchen sind? Das werde ich dir gleich im Verlauf erklären. Aber ich betreibe hier in Bremen eine Frettchenhilfe, wo ich Not- und Abgabetiere aufnehme und entsprechend auch versorge. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den Frettchen. Was sind Frettchen? Also, kleinen Moment Geduld, ich hol mal eins. Ja, da bin ich wieder und habe mir mal ein Frettchen eingefangen. Darf ich vorstellen, das ist der Merlin. Merlin ist ein Rüde und noch ganz müde. Ja. Genau. Und Merlin wiegt insgesamt über 2 Kilo. Ist ein stattlich ausgewachsener Rüde. Ist ein Langhaarrüde. Und lebt jetzt auch schon einige Zeit bei mir. Insgesamt habe ich 4 Frettchen, die bei mir dauerhaft leben und meine eigenen Frettchen sind. Und insgesamt kann ich eben halt noch weitere Frettchen in Not aufnehmen. Ja, was sind denn eigentlich Frettchen? Ja, Frettchen stammen vom Iltis ab, vom europäischen Iltis. Frettchen sind ziemlich langgezogen, haben eine sehr lange Wirbelsäule, wie man sieht. Dann haben Frettchen einen sehr flachen, schmalen Kopf. Man sagt, wo der Kopf reinpasst vom Frettchen, da passt auch der Rest durch. Denn Frettchen haben ein sehr kleines Schulterblatt oder Schultergürtel und ein sehr kleines Becken. Und vom Brustkorb her können die sich ganz flach hinlegen, denn sie sind ursprünglich gezüchtet worden, um eben halt zu jagen. Denn Frettchen sind domestiziert worden für die Jagd und wurden in die Karnickelbauten geschickt, um die Kaninchen herauszulocken, damit man die Kaninchen dann fangen kann und entsprechend mit dem Frettchen jagen kann. Ja, dieses Frettchen hier ist ein sehr gemütliches Frettchen, ne? Auch sehr liebevoll, sehr kuschelbedürftig, schläft gerne und viel. Hin und wieder mal ist er wach, so immer so circa 2 Stunden. Morgens ein Stündchen, abends mal ein Stündchen, vielleicht auch 2 Stündchen. Aber in der Regel ist er primär am Schlafen. Ja, was man nicht vergessen darf: Frettchen sind Raubtiere, ne? Also Frettchen haben kein Hasengebiss und nagen alles an, sondern das sind Raubtiere und die haben auch ein ordentliches Gebiss. Ja, anhand des Gebisses kann man erkennen, dass Frettchen kein Gemüsefresser sind und keine Veganer oder Vegetarier sind, sondern eher schon ordentlich auf Fleisch und Fleischbrocken stehen. Ja, wie ich meine Frettchen so halte, möchte ich euch gerne in diesem kurzen Film einmal vorstellen. Und damit Sie mal so einen Eindruck bekommen, wie Frettchen so gehalten werden. Jetzt werde ich hier gerade geknutscht. Ne? Bist du ganz auf Liebe bedürftig? Oh.
aber müde ist er noch. Ist nicht seine Zeit. Aber ich wollte Ihnen gerne einmal so ein Frettchen von mir vorstellen. Insgesamt, wie gesagt, habe ich vier Rabauken und Merlin ist einer von den vier Rabauken. Ja, die Rüden, männlichen Tiere sind Rüden und die weiblichen Tiere werden Feen genannt. Zwei Feen und zwei Rüden wohnen derzeit hier bei mir in der Frettcheneinrichtung. So, ich bringe ihn wieder zurück und während ich ihn zurückbringe, stelle ich euch einmal meine Frettchenanlage vor, damit ihr ungefähr eine Vorstellung habt, wie Frettchen so wohnen. Denn Frettchen sind keine Käfigtiere. Frettchen mögen es ungerne, in einen Hasenstall zu leben und zu wohnen, sondern sie brauchen, man mag es gar nicht glauben, viel Auslauf. Ja, jetzt wird er wach. Jetzt hat er Bock. Jetzt will er spielen. Bis später! Hallo, ihr lieben frettchenverrückten Menschen auf dieser Welt. Ja, ich möchte euch heute meine kleine Anlage präsentieren, wo ich meine Frettchen so untergebracht habe und wie ich so meine Frettchen halte. Ja, hier sehen wir so einen kleinen Außenbereich. Das ist zunächst einmal ein Tower, wo eben halt man sich so ein bisschen bewegen und klettern kann. Dann kommt hier noch ein kleiner Außenbereich, wo primär das Futter zur Verfügung steht. Oben links ist nochmal ein Schlafhaus. Rechts ist ein Übergang letztendlich zu dem Carport. Ja, das Carport kann auch genutzt werden. Gehen wir mal rein. Da ich so ein bisschen am Putzen bin und die Katzenklos sauber mache, ich habe insgesamt 11 Katzenklos. Hier ist insgesamt nochmal Spielfläche. Und genau, und hier ist nochmal so ein Rückzugsraum. Sind insgesamt drei Etagen. Oben ist schon mal der erste Rabauke. Wobei bin ich? Ah, doch ist der Rüde. Genau, drei Etagen sind es. Genau, die Etagen sind miteinander verbunden und auch der Außenbereich ist miteinander verbunden. Ja, Frettchen mögen Schlafhäuser und Schlafkisten. Na, Piefke? Somit ist unten noch mal eine dicke Truhe, die isoliert ist und mit Schlafklamotten ausgelegt ist. Ja, dann gibt es hier noch ein Drainagerohr, was dann direkt ins Haus führt. Aber ich bin jetzt erstmal primär noch im Außenbereich. Na, da kommt auch gerade einer zurück. Ja, dann habe ich hier noch eine Frettchenautobahn oder Frettchenbahn. Geht dann über in ein 160er Rohr. Das heißt, hier das gelbe Rohr ist relativ kurz. Und diese Autobahn führt quer durch unseren Garten. Ja, es ist gerade ein bisschen Herbst. Das heißt, die Blätter fallen. Somit kann man die Autobahn wunderbar auch betrachten. Hier haben wir dann eine kleine Zwischenstation, wo es dann wieder in einen gelben Drainagerohr geht. Und das ist die erste Raststätte. Ja, hier oben ist mal so ein bisschen Möglichkeit, sich abzulegen und zu spielen. Auch dieses Gehege hier hat insgesamt drei Etagen. Unten auch noch mal. Und selbstverständlich mit Katzenklo. Ja, ist eine kleine Pausemöglichkeit für die Frettchen, weil langer Weg. Weiter geht's mit der Autobahn. Ja, dann ist hier nochmal eine Holztruhe. Oben auf der Holztruhe ist Dachpappe. Auch in dieser Holztruhe ist nochmal so ein bisschen Futter und eben halt auch Wasser. Dann kommt hier nochmal eine zweite Truhe. Ja. Und dann geht es hier um unseren Badezubau herum in einen kleinen Gehege. Und das Ziel, was die Frettchen dann erreichen sollen, ist das große Außengehege. Oh, guck mal, da ist auch schon jemand. Na, Piefke, wer bist denn du? Ach, du bist der Lumpi.
Eine Lumpi. Ja, das ist das Außengehege. Mit Sand befüllt. Hier können sie buddeln. Hier können sie rennen. Hier können sie spielen. Und sich so ein bisschen auch frei bewegen. Ja, wenn es im Winter zu kalt wird und Frettchen keine Lust haben, draußen zu sein, können sie selbstverständlich auch nach drinnen. Und da geht's weiter. Ja, im Haus geht's weiter. Da habe ich hier einmal für die Besucher Nottiere und gegebenenfalls Frettchen, eben halt die Fundtiere sind, eine Quarantänestation. Hier befinden sich auch gerade drei Frettchen zur Urlaubsbetreuung. Da ist schon Nummer 1. Genau, das ist dann eben halt hier auch abends zu, damit die sich hier in dieser großen schönen Kiste zurückziehen können, schlafen können. Boden ist Kachelboden, denn Frettchen sind nicht 100% klofest. Und da muss man hier schon jeden Tag ein bisschen putzen. Ja, der Flur wird immer gern genutzt, um letztendlich auch zu spielen. Na, mit den Nottieren und eben halt mit den Pflegetieren. Ja, hier ist nochmal so ein Sitzsack, wo sie sich einkuscheln können. Ja. Genau, und der Zugang von draußen nach drinnen geht durch diese Tür hier. Und da haben wir hier auch noch mal ein Innengehege mit einem Rohr, wo sich die Frettchen frei bewegen können. Wie man sieht hier, ist das hier die Frettchen-Achterbahn. Da kommen sie runtergerauscht und kommen auch sehr gut hoch. Hier ist noch mal eine ganz alte Truhe, wo sie dann eben halt ankommen, drin schlafen können, wo auch ein Katzenklo noch drin ist. Und hier ist gerade die kleine Minimi. Mein kleines Problemfrettchen, was sich aber sehr gut gemacht hat. Fell ist wieder da, Schwanz ist auch behaart, dank Haarwechsel im Herbst. Jo. Genau, und dann können sie hier auch raus und das gesamte Haus erobern. Ja, das so zu der Anlage, die ich hier habe für die Frettchen. Und ich wünsche viel Spaß damit. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Zum Thema Frettchen, Frettchenhaltung und Tierschutz, was ich so neben meinem Beruf weiterhin auch aufrechterhalte und beibehalte. Ja, falls ihr mehr wissen möchtet im Bereich Frettchenhaltung, Frettchenernährung, Frettchenverhalten, dann schreibt mir doch in meinen Kommentar und vielleicht werde ich dann weitere Videos zum Thema Frettchenhilfe und Frettchen dann auch abdrehen. Genau, bleiben Sie gesund und in den nächsten Videos wird es wie gewohnt Themen aus meinem Unterricht geben, aus dem Bereich des psychosozialen Unterrichts. Bis dahin, mein Name ist Patrick Kallert und ich bin Lehrer für Gesundheitsfachberufe und Ihr psychologischer Berater.